Okay, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt die Woche bis dato wirklich gut überstanden. Ich wünsche euch natürlich ein wunderschönes Wochenende. Genießt es, habt Spaß und bleibt gesund. Und damit ganz herzlich willkommen zu der Qualifikation von SpongeBoss im Jahre 2013. Die Qualifikation für das JBB im Jahre 2013. Die Reaktion zu ACAB 2 kam unglaublich gut an. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an der Stelle nochmal. Wirklich vielen lieben Dank. Mich freut es immer, wenn so neue, in Anführungsstrichen neue Reaktionen so gut ankommen für Künstler, die wir auf dem Kanal so eigentlich nicht haben. Freut mich auf jeden Fall immer wieder. Und es sind auch unglaublich viele. Ich glaube über 230, 240 Kommentare sind zusammengekommen. Was ich mir denn alles von Sunny aka SpongeBoss anschauen soll. Ich hoffe, by the way, ich spreche ihn jetzt richtig aus, SpongeBoss. Ich hoffe zumindest. Unglaublich viele Kommentare kamen da zusammen. Allen voran natürlich Patrick. Gebt dir auf jeden Fall die ganzen JBB-Sachen. Wir fangen hier, ich hoffe, am Anfang an, bei Stunde 0 quasi, bei der Qualifikation zum JBB 2013. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ihr könnt mir das ab und zu gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was für ein Video jetzt quasi als nächstes kommen soll. Weil ist es ein bisschen verwirrend, ich sage euch ehrlich. Da gibt es sehr, sehr viele Sachen auf dem JBB-Kanal und da muss ich ein bisschen durchblicken erst. Gleichzeitig mit den JBB-Sachen von ihm fangen wir aber auch mit dem Plankton Weed Tape an. Plankton Weed Tape? Ja, oder? So heißt es, glaube ich zumindest. Damit fangen wir auch an. Die Reaktion zu ACAB 1 quasi kommt morgen, also am Samstag. Könnt ihr euch drauf freuen auf jeden Fall. Allerdings habe ich da noch ein paar Fragen, weil das Album eigentlich auf dem Index ist und so weiter und so fort. Wie ich da eigentlich meinem Kanal schaden kann oder wie sich das generell auf meinen Kanal auswirken kann, wenn ich auf ein Album reagiere, auf Musik reagiere, die eigentlich auf dem Index steht. Das müsst ihr mir auch nochmal ab und zu ein bisschen erklären. Aber heute soll es erstmal um die Qualifikation von SpongeBoss im Jahre 2013. Überlegt euch mal. 2013. Unglaublich. 3 Minuten 14. Like, can, support, is come out. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Hat es damals schon Digital Drama produziert? Weiß es jemand? Ab in die Kommentare damit. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. 3 Minuten 14. Abfahrt. Boah, ich bin so gespannt. Ich habe mir generell noch nie was eigentlich vom JBB reingezogen. Wie gesagt, ich bin an dieser ganzen JBB-Zeit oder an dieser ganzen JBB-Szene komplett vorbeigegangen. Ich habe damals Savage unglaublich krass gepumpt. Bushido, Sido, sowas habe ich halt krass gepumpt. Motrip und sowas. Aber ich bin komplett an dieser JBB-Schiene vorbeigegangen. Komplett, Junge. Hehe, SpongeBoss Gunshot. Straight aus dem Bikini-Ghetto, du Schwanzlutscher. Du Schwanz... Haut der einfach so eiskalt raus, du Schwanzlutscher. Jetzt mal ohne übertriebenes Panzerwurstgelaber, du Hurensohn. Hehe, deine Mutter saugt und... Ganz kurz, oh, es geht schon los. Ganz kurz, man wusste zu diesem Zeitpunkt damals noch nicht, dass er Sunny ist, oder? Wann war denn der Zeitpunkt, wo er sich revealed hat? Wo quasi man gewusst hat, okay, das ist Sunny. War das in einem Video oder war das abseits davon? Wenn es in einem Musikvideo war oder so, dann will ich das auf jeden Fall auch noch abchecken. Hundertprozentig. Was das für ein Gefühl damals sein musste. Unglaublich krass, oder? Man hört die ganze Zeit SpongeBoss hier, SpongeBoss da. Aber eigentlich war es Sunny. Was es für ein Twist damals sein musste. Was für ein Gefühl das damals sein musste. Unglaublich. Deine Mutter saugt und dich Parfüm, Chef. Sessel, Zigarre. Garre, nasch der Bitch ins Maul, wälz mich in Geldsäcken und Barren. Oh, direkt nice. In Geldsäcken und Barren oder so. Guck mal, boah, böser Flow, ich mag sowas, guck mal. Deine Mutter saugt und ich puff im Chef, Sessel, Zigarren. Und ich puff im Chef, Sessel, Zigarren. Nasch der Bitch ins Maul, wälz mich. Und asch der ins Maul. In Geldsäcken und Barren. Boah, Digga, das kommt böse. Komm mit Hells Angels, mein Bass zu deinem Rap. Battle mit Knarren, Rocker schlagen dich kaputt, so wie Death Metal Gitarre. So wie Death-Metal-Gitarren, steht auch geil im Kontext, weil Rocker teilweise, ne, ihre, nach dem Auftritt oder nach einem Solo oder sowas, ihre Gitarren teilweise, ne, zerschmettern einfach. Ich habe den Grund bis heute nicht verstanden, warum Leute oder warum Gitarristen das teilweise machen, nur so Rocker-Gitarristen, warum hauen die ihre E-Gitarre kaputt, weiß ich nicht, habe ich bis heute nicht verstanden, aber die Zeile ist nice, steht gut im Kontext. Das ist der Gangster-Schwammkopf, ich bin Killer wie Reservoir Dogs, Bitch, ich wichse den Pillermann, gib mir danach deiner lesbischen Schwester, come short. Hoffnung im Game, gebe den Glockschuss ins Brain. Guck mal, die letzte Hoffnung im Game. Gebe dir Kopfschuss ins Brain. Ich wünschte, ich könnte so rappen wie er, ohne Scheiß. Ich wünschte, ich könnte überhaupt rappen. Letzte Hoffnung im Game, gebe den Glockschuss ins Brain. Gebe dir Glockschuss ins Brain. Und wenn du möchtest, der Joker, dann noch Mucks, ne Kopfnuss wie Bane. Was, Killer Ghetto, du. Nice. Oh, Digga, ich.
Ich lerne hier gerade auch wieder einen komplett neuen Künstler kennen. Was nice ist, was für Künstler ich teilweise durch YouTube und durch euch noch schon kennenlernen durfte oder noch kennenlernen darf. Man weiß nicht, welche Künstler noch alles kommen. Von Gio oder Joe Gio, gegen den er auch gebattelt hat im JBB, würde ich auch gerne noch ein, zwei Sachen abchecken. Ich habe da Rest in Peace oder so, RIP, soll auch ein ganz, ganz krasser Song sein. Was Killer Ghetto, du Penner, hä? Komm mal nach Bikini Bottom. Der really big boss zieht seine Glock, pam, pam. Und der schießt die Fotzen. Du bist ein... Wie kam er eigentlich, hat er das jemals gesagt, wie er auf diese Idee kam, sich dieses Schwammkopf-Kostüm überzuziehen und als Sponge-Boss quasi am Turnier teilzunehmen? Hat er das jemals irgendwie gesagt, wie er auf diese Idee kam? Putzen, du bist ein Putzlappen, wie alte Handtücher. Deine Mama will gebankt werden. Schwamm drüber! In die... Auch nice eigentlich. Gut, du bist ein Putzlappen wie alte Handtücher, okay. Aber, ne, dann Schwamm drüber quasi ist auch wieder nice, weil er ja quasi der Schwamm... Meine Mama will gebankt werden. Schwamm drüber, aber das ist auch wieder nice. Aber bis jetzt bös. Also für eine Qualifikation wird's jetzt schon reichen, ohne Scheiß. Schwamm drüber, in die Küche lappen, sonst werde ich zum Massenmörder. Ey, yo, Julian, du Knecht, mach mir Krabbenburger. Krabbenburger. Und wie hat er, verstellt er seine Stimme so, so krass? Wie kann er da noch rappen so? Also wenn ich meine Stimme nur irgendwie ganz bisschen verstelle, habe ich so Probleme, die so zu halten? Weil Sunny hört sich ja eigentlich ganz anders an. Der Gunshot schießt, ich ticke dicke Packs, Plankton-Weed. Was willst du, Mädchen, hä? Tampon-Beef, okay. Plankton-Weed. Und dann seine Platte Plankton-Weed-Tape zu nennen, ist auch wieder genial, ne? Du Hurensohn! Der Lava deiner Mutter, du bist einer von den jämmerlichen Schwächlingen, die nach halber Hieben zu Boden fallen. Lass mal deine komischen Bewegungen in den Videos zu zappen, egal ob du hast, du in dem Hosengestein. Wicke deine Ohren. Aber hier auch bei dem Double Time, die Doubles sind unglaublich knackig drauf. Auch bei den neueren Releases jetzt schon, auch 2013, waren die Doubles immer wieder knackig drauf. Natürlich, ich habe immer wieder Probleme, ich habe es euch schon oft genug gesagt. Und ich weiß, dass sich ein paar BBM-Fans da irgendwie auf die Füße dreht, wenn ich sage, muss mich wirklich konzentrieren, bei den Double Time gut mitzukommen, auch wenn er wirklich schnellen, cleanen, geilen Double Time rappt. Darüber haben wir uns schon oft genug unterhalten. Trotzdem habe ich irgendwie Probleme damit. Aber diese Doubles auch hier im Double Time sind so clean drauf. Bewegungen in Videos zu zappen, egal ob du hast, du in dem Hosengestein. Wicke deine Wannabe-Rap-Analyse. Motherfucker, du wärst gerne Double Time, aber was aber generell in meiner Mülle deine Zeile komm, ich zeige dir, wie man die Silben in den Beat so wie Maschinenpistolen knallt. Boah, Digga. Mich würde es auch wirklich mal interessieren, ob er das wirklich so auf den Takt beim ersten, nicht beim ersten Try, aber auf den Takt so reinrappt so. Weil ich produziere sehr viel selber, ich mixe Mastering auch Sachen selber und in der Post-Production so gerade im Mixery, wenn du halt Vocals aufgenommen hast und die halt nicht on-grid sind, nicht im Takt teilweise sind, kannst du die mit der Stretch-Funktion und so, du kannst noch sehr viel im Nachhinein hinschieben und basteln. Deswegen meine Frage so, rappt er das direkt so auf den Takt ein? Weil das finde ich so schwer, so viel Silben so in Takt reinzupressen. Krass. Wie man die Silben in den Beat so wie Maschinenpistolen knallt. Boss in the house, Kotze gebaut, du gehst... Boss in the house, nice. In deine Zeile komm, ich zeige dir, wie man die Silben in den Beat so wie Maschinenpistolen knallt. Boss in the house, Kotze gebaut, du gehst seit Wochen nicht raus. Guck mal, der gelbe Schwamm wird ja zu Hulk und zermalt dir die Knochen zu Staub, du trottliger Lauch. Ich komm... Du was, du trottliger Lauch? Deine Knochen zu Staub, du trottliger Lauch, was? Zermalt dir die Knochen zu Staub. Oder trolliger, nee. Du trottliger Lauch. Trottliger Lauch? Ist trottlig ein Wort? Ich komm mit Haftbefehl zu deinem Battle-Turnier. Ich soll dir die hässliche Fresse polieren. Dann könnte ich den Anblick ertragen. Doch nee, dafür müsste ich sie wegtätowieren. Hahaha, nice. Kusi ist am Saufen. Ich lasse die Groupie Schwanz saugen. Die Nutze fragt der, yo, was geht dich da? Abhängt so wie Julians Matschauge. So wie Julians Matschauge. Aber das ist doch jetzt damals vielleicht noch keine Anspielung gewesen, aber bei ACAB 2 war das, glaube ich, so. Warte mal, wo er hier gesagt hat, die Bitch fragt... Fragt der, yo, was geht dich da? Abhängt. Warte. Auf, wenn ich lasse die Groupie Schwanz saugen, die Nutze fragt... Guck mal, die, jetzt sagt er die, ne, fragt... Fragt der, yo, was geht dich da? Abhängt so... Und dieses Abhängen hat er auch, glaube ich, bei irgendeinem ACAB-Teil auch schon mal so gekickt. Jetzt nicht mit Julians Matschauge am Ende, sondern irgendwie anders verpackt. Aber ich glaube, das war auch damals noch keine Anspielung. Aber jetzt bei den neueren Sachen eine Anspielung auf jeden Fall für an die älteren Sachen. Wie Julians Matschauge. Verlauf in der Kamera, hetero, doch wirkelt dann ins Geheim, so wie Barney mit Jungs. Analyse? Was ist das für Quatsch? Heißt das, du kriegst jetzt eine Darmspiegelung? Digga. Auch ich glaube, wenn er so in diesen Spongeboss-Modus geht, ist er auch vollkommen im Film so, glaube ich. Ich würde, also, diese Stimme so zu halten teilweise und dadurch Double Times und so zu kicken, ich finde es voll schwer, ohne Witz. Analyse! Ich geb dem YouTube-Spinner Schläge. In der rechten Hand ein Tampon, liegt das Blut deiner Regel. Analyse! Ich kill YouTube-Lappe locker mit meinem Freestyle-Flow. Um zu checken, dass du schwul bist, muss kein Detektiv ran, Bro. Kein Detektiv ran, Bro.
Bro. Video auch sehr einfach gehalten. Gut, 2013 waren die Sachen auch noch irgendwie ein bisschen anders gestrickt. Da brauchte man keine 4K Special Effects VFX Videos, um irgendwie angesagt zu sein. Bruder, da reicht ein Handyvideo mit einem geilen Beamer im Hintergrund auf irgendeinem verschissenen Parkdeck, keine Ahnung. Und ein bisschen Performance hier, zack, zack, hat damals gereicht. Analyse. Ruhig, wenn ich um Drogen verhandel. Ich lass deine Mama saugen, Mann, obwohl ich ein Schwamm bin. Analyse. Okay. Okay. Geh mal kacken mit deinem schwarzen Humor. Gib mal lieber dem Bikini-Bottom-Paten-Support. Hey, Analyse. Ich geb dem YouTube-Spinner Schläge. In der rechten Hand ein Tampon, links das Blut deiner Regel. Okay, das ist quasi so eine Hook oder so, ne? Analyse. Ich geh YouTube. Kamehameha. Du plappel locker mit meinem Freestyle-Flow. Um zu checken, dass du schwul bist, muss kein Detektiv ran. Bro. Bro. Analyse. Ruhig, wenn ich um Drogen verhandel. Ich lass deine Mama saugen, Mann, obwohl ich ein Schwamm bin. Analyse. Warum Analyse? Warum Analyse? Warum das Wort Analyse? Also er hätte jedes beliebige andere Wort da einbauen können. Oder weil Julians Blog auch damals so Analysen betrieben? Ich weiß nicht. Also er hätte sehr, sehr gern oft seine eigene Meinung so gesagt und die auch für die auch eingestanden und sehr auch auf auch irgendwie ein bisschen Humor gehabt an Stellen, wo ich sagen muss, okay, sportlich auf jeden Fall. Aber warum Analyse? Kacken mit deinem schwarzen Humor. Guck mal, hier schwarzer Humor auch gesagt. Hat er schon öfter jetzt, glaube ich, gesagt. Ja, er hat an ein paar Stellen halt damals auch schon Humor, komischen Humor gezeigt, wo ich dachte, okay, sportliche Angelegenheit. Gib mal lieber den Bikini-Bottom-Paten-Support. Dieses hat er bestimmt oft geübt. Hallo, SpongeBoss. Kannst du bitte... SpongeBoss, okay. Wie habe ich es gemacht? SpongeBoss, ne? Oh Gott, Digga. SpongeBoss. Bitte nochmal schnell rappen. Hat sich wie Farid angehört. War das Farid? Schnell rappen. Schnell rappen. Nee. Krass. Facebook damals noch. Brudi, Facebook. Facebook, Digga, Brudi. Das war die Qualifikation. Wow, fett gespuckt gerade. JBB 2013, SpongeBoss. Schreibt mir gerne nochmal wegen diesem Plankton-Weed bisschen was in die Kommentare, ob man darauf reagieren kann, trotz dass es auf dem Index steht. Ab in die Kommentare damit. Das war die Qualifikation zum JBB 2013 von SpongeBoss. Ich küsse euer Herz. Schönes Wochenende, schöne Woche. Peace.